Rüde kastrieren. Was steckt eigentlich hinter dem Wort Kastration? Es kommt aus dem Lateinischen castrare und bedeutet entnehmen, schwächen, entkräften, berauben. Eine Kastration bedeutet, dass die Keimdrüsen entfernt werden. Das sind die Drüsen, die beim Rüden für die Samenproduktion verantwortlich sind. Das bedeutet, dass beim Rüden die Hoden herausoperiert werden. Mit der Entfernung der Hoden werden auch Zellen entfernt, die Hormone bilden. Der kastrierte Rüde kann sehr viel weniger Testosteron bilden als unkastrierte Rüden. Da an den Hoden auch ein kleiner Teil an Östrogen gebildet wird, fällt dieser Teil ebenfalls weg. Eine Kastration stellt einen nicht zu unterschätzenden Eingriff nicht nur in den Hormonhaushalt, sondern auch in den allgemeinen Stoffwechsel des Rüden dar. Sie werden gleich mit den anderen Videos sehen, wie das alles ineinander greift. Der Körper ist wie ein Sammelwerk an Zahnrädchen, die ineinander greifen. Und wenn da etwas entnommen wird, kann das dramatische Folgen manches Mal für den restlichen Organismus haben. Die Nebennierenrinde produziert zwar auch Sexualhormone, aber nur in einem geringen Umfang.